Herzlich willkommen. Wir sind Christopher und Shirley und arbeiten beide zusammen in einem Projekt, das wir euch noch später vorstellen werden. Aber ihr seid wahrscheinlich alle gekommen, weil wir heute einen ganz tollen Workshop hatten für Kinder. Bevor wir aber darauf eingehen werden, werden wir erstmal zum Thema Zukunft der Arbeit euch was erzählen. Wahrscheinlich seid ihr so ein bisschen auch mit den Erwartungen hier hingekommen, was man im Hintergrund schon sieht. Die Roboter kommen, das ist irgendwie das, was, wenn man gerade die Feuilletons aufschlägt, überall steht. Wir werden alle irgendwann nicht mehr arbeiten, weil die Roboter alle kommen und uns die Arbeit sozusagen wegnehmen. Wir haben uns gedacht, heute in unserem Workshop wollen wir über Zukunft der Arbeit nachdenken, aber am liebsten mit denen, die in Zukunft arbeiten werden, mit den Kindern also. Und deswegen haben wir diesen Workshop gemacht, wo Kinder zu uns kommen konnten und ihre Traumberufe basteln konnten. Und davon zeigen wir euch später noch ein paar Fotos. Diese Idee, dass die Roboter kommen und invadieren und selbst die kreativen Berufe, wie jetzt hier die Keyboards wegnehmen, ist gar nicht so neu. Das gibt es schon länger, aber jetzt gerade ist es irgendwie super prominent. Und vor kurzem gab es irgendwie verschiedene Studien. Eine von denen hat ziemliche Wellen geschlagen, dass 47% aller Jobs in den Industrienationen wegautomatisiert werden. Und dann gibt es einfach keine Arbeit mehr für die Hälfte der Menschen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Studien, die einfach mal fragen, wer von euch mag denn seinen Job? Und wenn man, die haben jetzt einfach 1400 Menschen gefragt, weltweit. Wenn man fragt, mögt ihr euren Job eigentlich, sagen nur 15% der Leute, dass sie ihn mögen. Und der überwiegende Teil der Menschen, die weltweit arbeiten, sagt, nee, eigentlich habe ich schon gekündigt und sitze meine Zeit nur ab. Jetzt ist es wahrscheinlich so, alle, die wir hier im Raum sind, haben wahrscheinlich relativ privilegierte Jobs, aber wenn wir über Zukunft der Arbeit sprechen, dürfen wir irgendwie nicht vergessen, dass es auch sehr viele verschiedene Jobs gibt und sicher nicht alle so viel Spaß machen wie jetzt zum Beispiel Internetforscher sein. Deswegen gibt es viele, die irgendwie dieses Automatisierungsthema auch begrüßen und sagen, wenn irgendwie wir alle keinen Spaß an unseren Jobs haben und gleichzeitig die Roboter kommen und die alle machen, ist doch super, dann haben wir irgendwie viel mehr Freizeit. Die Roboter machen unsere Jobs, wir müssen nur noch 2 Stunden am Tag arbeiten und können den Rest der Zeit machen, was wir wollen. Das sind also so die großen Utopien und Dystopien, die irgendwie gerade im Raum stehen. Wir haben uns dabei gedacht, was macht denn eigentlich gute Arbeit aus? Wenn wir über die Zukunft der Arbeit sprechen, dann müssen wir uns auch überlegen, was eigentlich gute Arbeit wäre. Und dadurch, dass wir wahrscheinlich alle in der Zukunft gar nicht mehr existieren werden, dachten wir, fragen wir einfach mal die Kinder. Und haben uns überlegt, wenn wir uns aussuchen dürften, was unser Zukunftsjob wäre, wie würde denn im Kontext von Technologisierung aussehen sozusagen? Und haben ganz viele coole Eindrücke gekriegt. Unser erstes Kind, Metin, kam und meinte, er möchte Ingenieur werden. Und zwar, weil er seiner Mama ein Haus bauen möchte. Und dann haben wir gefragt, okay, cool, du willst also Ingenieur werden. Was kann da denn irgendwie die Technologie für dich tun? Und dann meinte er, naja, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust, jemals irgendwie ein Haus zu streichen oder solche coolen, uncoolen Sachen zu machen. Deswegen baue ich einfach einen Roboter, der das Haus streichen kann. Und dann hatten wir noch Alex, den Rugby-Spieler. Der spielt auch schon Rugby mit seinen 12 Jahren. Und er wollte einen Rugby-Ball haben, den haben wir auf der Seite, der intelligent ist, fliegen kann und voraussehen kann, wer sozusagen als nächstes einschlägt. Und dann hinten hat er sozusagen noch ein Gerät mit Kamera, was sieht, wer als nächstes ihn von hinten angreifen wird. Einmal wollte Ärztin werden und sie möchte eine besonders fürsorgliche Ärztin sein. Deswegen dachte sie sich, am besten ist es ja, wenn sie einfach die Gedanken ihrer Patienten direkt lesen kann. Deswegen hat sie diesen Visor mit dem dritten Auge, der direkt die Gedanken liest. Und das Stethoskop dient, glaube ich, auch dazu, dass sie irgendwie die Verbindung zu ihren Patientinnen aufbauen kann. Und darüber hinaus ist es auch einfach verdammt schick. Genau, und wir haben einfach gedacht, wir fragen mal die Kinder, weil sonst bewegen wir uns öfters in unserem Elfenbeinturm als Wissenschaftler und fragen uns eben genau diese Fragen. Aber dadurch, dass diese Kinder einfach ganz unterschiedliche utopische, vor allem utopische Vorstellungen von der Zukunft haben, war das ganz interessant, da mal ein bisschen Einblicke zu kriegen. Was wir aber eigentlich als Forscherinnen in Berlin machen, ist uns zu fragen unter dem Deckel Zukunft der Arbeit, was macht gute Arbeit eigentlich aus? Also wir arbeiten an einem Projekt, das ist von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert, das ist die Stiftung der Gewerkschaften. Da sind wir in einem größeren Forschungsverbund und wir gucken uns an, inwieweit digitale Partizipation auf Plattformen stattfindet. Das ganze Projekt heißt Kokos liebevoll, konkurrent und komplementär. Einerseits konkurrent, weil Plattformen in Unternehmen eingeführt werden, sogenannte Enterprise Social Networks. Wahrscheinlich kennen einige von euch Slack. Kennt jemand von euch Slack hier? Ja. Cool. Diese Plattformen werden sozusagen eingeführt mit dem Gedanken, jetzt kann jeder partizipieren, jetzt wird das Unternehmen endlich demokratischer. Aber das finden die meisten Betriebsräte gar nicht mal so gut, weil diese Plattformen nämlich auch ganz viel Überwachung sozusagen ermöglichen, aber auch andere Schwierigkeiten haben. Auf der anderen Seite aber komplementär, weil diese Plattformen auch vielleicht im Interesse eines Betriebsrats ständen. Wir haben uns eben also angeguckt oder gucken uns auch noch das nächste Jahr an,
was passiert eigentlich auf diesen Plattformen? Funktioniert das? Also werden Leute wirklich empowered zu partizipieren? Wird das Unternehmen demokratischer? Oder ist es eigentlich alles nur Emoji und random, was da eigentlich passiert? Ganz interessant ist das deutsche Beispiel, nämlich weil wir das Betriebsverfassungsgesetz 87 haben, was besagt, wenn ein Tool in ein Unternehmen eingeführt wird oder eine Organisation, die einen Betriebsrat hat, das sind ungefähr die Hälfte der Unternehmen in Deutschland, dann muss der Betriebsrat seine Einwilligung geben oder kann auf der anderen Seite sagen, nö, habe ich keine Lust drauf. Das bedeutet, wenn diese Tools eingeführt werden, passiert das sehr oft in Deutschland, dass diese Tools nicht implementiert werden letztendlich, obwohl ganz viele Kosten darin reingegangen sind, ganz viel Zeit und ganz viel Training und ganz viel Consulting mit eingegangen. Dann sagt der Betriebsrat, nö, machen wir nicht, jetzt führen wir das morgen doch nicht ein. Und wir finden das ganz spannend, weil die Betriebsräte in Deutschland demnach oft als Innovationsbremse wahrgenommen werden. Obwohl, wenn man sich eigentlich überlegt, der Betriebsrat ja von seiner Natur, also mitzubestimmen in Entscheidungsprozessen des Unternehmens, des Managements, eigentlich eine super Funktion wäre, diese Plattform sozusagen dafür einzuführen, diese Entscheidungsprozesse, wie der Betriebsrat arbeitet, dafür zu benutzen. Deswegen überlegen wir uns, wie man sozusagen den Betriebsrat erneuern kann, weil oft eben auch viele ältere Herrschaften in diesen Betriebsräten sitzen, um zu gucken, was können wir eigentlich digitalisieren. Natürlich wird der Betriebsrat, auch wenn das manchmal der Fall ist, dass der Betriebsrat denkt, oh nee, jetzt wird diese Plattform eingeführt, alle können partizipieren, alles ist demokratischer, dann brauche ich den Betriebsrat gar nicht mehr, weil die Plattform übernimmt ja einfach alles. Das stimmt natürlich nicht. Natürlich müssen sich immer noch Menschen treffen, es geht um das Zwischenmenschliche und so weiter, aber letztendlich gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, um auch diese Tools für Betriebsräte einzusetzen und das untersuchen wir. Und wenn ihr euch bis jetzt gefragt habt, was hat denn jetzt diese ganze Robotergeschichte, irgendwie Automatisierung, die Kinder damit zu tun, dann ist das wahrscheinlich die Parallele. So wie auch die Betriebsräte vielleicht erstmal Angst haben vor diesen digitalen Möglichkeiten und so wie Mitarbeiterinnen erstmal sich damit auseinandersetzen müssen, können sie eigentlich auch von den Kindern lernen, die sich ganz angstfrei damit auseinandersetzen und einfach sich überlegen, okay, ich kann jetzt ein Stethoskop machen, das Gedanken liest und irgendwie Technologie als Chance begreifen. Und nicht nur darüber reden, dass alles automatisiert wird oder dass jetzt alles von selbst geht. Genau. Und das war's schon. Die 10 Minuten sind um. Vielen Dank.